Willkommen hier auf Nussknackers Welten, zurück bei den Retro-Zeit. Wir starten die heutige Folge mit Looney Tunes B-Ball. Ich habe keine Ahnung, was da sein soll. Das Spiel ist von 1994. Es ist also schon älter als die Zeit. Und wir legen einfach mal los, ne? Natürlich von Warner Brothers. Sunsoft, oh nein. Oh ja, Folge vorbei, ne? That's a wrap. Ein neuer Tag, ein neuer künstlerischer Triumph, nicht schlecht. Ich kann es nur sch ja, ich schaffe mehr Danks als. Natürlich. Looney Tunes Basketball. Ich verstehe. Basketball war in den 90ern das Ding. Jede Lizenz muss irgendwie ein Basketballspiel bekommen. Popeye Basketball, Schlumpo Basketball gab es bestimmt auch. Gab es alles. Hier sehen wir erstmal eine Demo davon. Ja, das. Und das ist so. Einfach nur so 90er. Irgendwo. Amerikanische Großstadt. Hinterhof, alle gucken böse und aggressiv und so und der Basketball spielt ist ein Held. Wir legen mal los. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. That's a wrap. Ich weiß. Hatten wir alle schon. Wollen wir mal anfangen? Ein Spieler gegen CPU. Vakuumeter. Alle Mode. Oh Gott, wie hoch geht das denn? Ich will nur zurückgehen. Mach ich das denn? Wo ist hier? Wollte ich gar nicht wissen. Ich war. Ah, da oben. Spielstadt. Wir könnten Bugs Bunny spielen. Daffy Duck. Er ist ein Top-Verteidiger hier. Wir bauen natürlich ein Team aus. Die beiden werden spielen. Wir brauchen zwei, die sie gar nicht verteidigen können. Geht doch nicht, natürlich. Okay. Kommst du halt. Okay, das geht los. Ja, alle gucken böse, alle Bad Boys. Ich weiß nicht genau, was passiert. Manchmal zwischen zwei Figuren wechsel hier. Bin ich gerade Duffy oder wer bin ich? Bin ich überhaupt? Ich bin mir sicher, ich spiele. Aber die spielen mehr als ich. Okay, Leute, das war Looney Tunes. Nein. Ich hab's. Ja. Ach, wir spielen ab. Wo kann ich ja Geld sammeln? Ja, yeah, abgewehrt. Was macht er runter? Mist. Spiel doch nicht an den Gegner ab. Okay.
wäre so gut gewesen. Hätte ich wenigstens eine Verfolgerliebnis gehabt. Hahaha. So gibt man das ab. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, ne? Naja. Die Lache von Elmar, ne? Ich weiß nicht, kaum was passiert. Versuchen wir es nochmal? Versuchen wir es nochmal, ne? Schön Diamant. Hey. Ein Übungsmodus wäre cool gewesen, da konnte ich jetzt meine Steuerung ausprobieren. Aber grafisch-technisch her finde ich das für ein Super Nintendo-Spiel schon ordentlich gut, ne? Ah, ich kann mich einfach nicht verlieren sehen. So, als nächstes kommt. Wir sehen als nächstes Spiel The Lost Vikings. Von Blizzard. So, Lost Viking 1 und 2 haben nicht gestartet, also spielen wir jetzt halt Lucky Luke. Französisch. Oh, nein. Machen wir nicht auf Französisch. Von 97. Da war die PlayStation schon raus. Denke ich. Welches Land könnte das denn sein? Das kenne ich nicht. Infogrames. Spieloptionen. Was gibt es denn so als Möglichkeiten hier? Niveau schwierig, starte gleich auf schwierig, na klar. In Stereo. Gewonnen. Komische Musik für gewonnen, ne? Okay, zurück. Auf geht's. Yuma, okay. Deuten Sie den Yuma. Sie haben die Bank überfallen und versetzen die ganze Stadt in Angst und Schrecken. Ja, ich muss schnellstens nach Yuma. Verdammten Daltons festnehmen. Ich habe also nicht begrenzt, unbegrenzte Munition. Schon mal gut doof. Aus der Kiste? Ja. Hier gibt es mehr Probleme als die Daltons. Ach, ich kann auch springen. Ja, klar. Noch laufen, das ist wichtig. Ich sehe. Schießen. Look.
Nicht so ganz, wie ich das will. Ah. Ich bin tot. Müssen wir also üben, die Steuerung kann man nicht automatisch kennen, Leute, ne? Noch zu schreien. Wovon was gut ist? Ich weiß vielleicht nicht fest. Ich hänge natürlich nicht fest. Deutens, haben den Bankdirektor in den Brunnen geworfen. Helfen Sie uns, Mr. Luke. Na klar. Den habe ich erstmal erschlossen. Ich muss zurück. Okay. Was ist das denn? Du kannst ziemlich gut springen. Außer wenn es darauf geht, aus Jolly Jumper zu kommen. Das fährt heißt so. Soweit ich mich doch recht entsinne. Wie kann ich denn Sprengstoff liegen? Ja. Aber jetzt bräuchte ich ein Handbuch. Achso. Gut. Das war vielleicht ein bisschen zu tief. Abwärts. Sehr schön. Danke, dass Sie mich befreit haben. Ist sogar alles gemacht. Jetzt hängen beide unten fest. Seien Sie auf der Hut. Die Deuten sind mit allen Wassern gewaschen. Ich glaube nicht, dass sie sich waschen. Okay, bleibst halt da. Aufwärts. Ach, Dolly. Prozent geschafft. Exzellent. Okay, dann gucken wir mal weiter. Lufia und Fortress of Doom. Lufia 2. Das klingt nach Rollenspiel. Das gucken wir. Wir gucken nur mal kurz rein, ja? Wir machen aber nichts. Weil wir haben keine Zeit für Rollenspiele. Und mit uns meine ich mich. Heute präsentiert. Ah! Bisschen laut, ne? Heute präsentiert wieder einmal. Ohne Warnung ist plötzlich eine Insel im Himmel erschienen. Ja, ich kenne die Story von Tears of the Kingdom und hier faule und verhexte Wesen haben es für sich selbst beansprucht getan. Übrigens haben sie die Kräfte von Chaos, Zerstörung, Terror und Tod. Natürlich. Ja,
Nein, sie haben dies die bösen Sinistrals genannt. Die Syndralen. Na, kein, Entschuldigung. Allergie und so. Okay, das war Lufia, Leute. Und Lufia 2 überspringen wir auch. Wie gesagt, keine Zeit für Rollenspiele. Madden. Madden 94, 95, 96, 97, 98. Magic Sword. Magical, Madden 94. Ja. Visual Concept. Hi everyone, welcome to John Madden Football. Ja, die haben damals echt Geld reingepumpt, ne? Nee. Ja, wir spielen, ich kenne keinen davon. Was ist das denn alles hier? Ja. Hatten wir das hier gerade mit Looney Tunes? Das ist Football. Ja, okay. Wir skippen ausnahmsweise alle Maddens und gehen direkt zum Magic Sword über. Kein Problem damit? Okay. Nein, okay. Wir gucken alles mal an. Ja. Ist im Spiel, ne? Heute heißt es, kauf den DLC. Dann ist es auch im Spiel. Das ist hier aufgemacht wie ein verdammtes Footballspiel. Das ist irgendwie so ein Thriller- oder Actionfilm anfangen, ne? Ja, komm. Ich brauche einen Schnellstart einfach nur. Start, Start, Start und los. Leg mich aufs Feld. Bitte? Okay, manche Spiele brauchen bestimmte Cartridge-Chips und sowas, die mein Emulator wohl nicht hinbekommt. Schade. Madden 96. EA Sports. Oh. In the game. Yep. Playrolls Inc. Vox. Ah, drehen die Augen vor Glück und Freude. Ist die gleiche Musik wie der Teil davor. Man sieht, sie haben damals schon Kosten gespart. Genau das. Ein Schnellstart einfach nur. Ja. Guck mal. Lässt du sogar spielen? Oh, ja. Ich hätte gerne ihr Aim und so. Ja, macht mal. Ja. Das ist sicher alles sehr wichtig, was da steht. Halt der Knopf, aber egal. Madden 97. In the game. Oh. Gleich Melodie, aber
Cover jetzt. Die Musiken sind schon was, ne? Die Kamera ist auch was. Bewundert die große Technologie von Autofokus. Sekunde. So viel Zeit muss sein. Klappt wieder mal gar nicht. Ah. Lass mich doch endlich mal spielen. Wir skippen die weiteren Madden-Teile und gehen direkt zum Magic Sword über. Hoffentlich. Ja. Komm. Musiktest brauchen wir nicht. Wir legen direkt los. Muss einen Turm hochkloppen. Okay. Was für Steuerung, mit der sogar ich zurechtkomme? Springen und schlagen. Mehr kann ich nicht. Kein Down Smash, kein gar nichts. Einfach nur, yeah. Das ist was für mich. Nehme ich. Hacke Peter ist wieder unterwegs. Der Mettmacher. Bern, kein Problem. Hier aufschließen, kein Problem. Ach, da oben drücken, okay. Offen. So, ich helfe. Wow. Muss alle rausholen wahrscheinlich hier. Ah, ich kann ja Kumpelfreunde rausholen. Ein weiterer Schlüssel. Ab dem Bärchen, ja. Nieder mit dir. Sollst du dich mit der Schlaf halten, Junge? Und du zurück auf den Tisch, Tischdecke. Du bist schon so gut wie tot. Das ist keine Chance, hier stechen die aber kaputt. Das war's. Ja, yeah, das sind wir wieder. Ich habe gesagt, das ist keine Chance. Die Meere. Das würde den Geld, so mag ich das. Und eine Truhe. Du hast ein Flakon bekommen, getan. Bei all diesen Dingen reicht hier. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe einen Vitalitätspunkt zu bekommen, glaube ich. Hauen wir erstmal irgendwelche Schweineviechern auf den Kopf. Boah. Kann man in beide Richtungen laufen? Dann gehen wir zurück. Oh, Leute. Allergie. Ich wollte es aber nicht ohne Kamera aufnehmen. Keine Sorge, keine Allergie. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich bin so dankbar, euch wiedersehen zu dürfen. Hier mal Retro-Zeit. Wer kommt da raus? Da kommt der Ninja Gaiden-Mann raus. Wer ist da? Ich habe keinen Schlüssel dafür. Doch. Der heilige Heiligpriester kommt und er gibt mir eine Rüstung. Hier. Yeah. Mal kaputt. Schickes Buch. Was ist da drin? Ah, wir können da reingehen. Ich dachte, wir holen wieder raus. Die nächste Etage. Lass uns gehen, aber sehr vorsichtig. Ah, ich stehe schon auf der Rückseite.
Yeah. Soll ich da über den rüberkommen, ohne Schaden zu nehmen? Ausgemurkst. Da. Sie erst für Gesellen. Ist es hier Vampire Survivors? Um 10 Millionen Gegnern. Warum ärgern darf? Oh Mist. Auch geht aber halt einfach so. Okay, verstehe. Das macht natürlich doch schon irgendwo Sinn. Geh einfach mal höher. Level 3. Die giftigen Pilze werden dich betäuben. Wer oder was bist du? Warum du? Yeah. Oh, da. Fliege. Ninja rausgeholt. Ah, Schusswaffen sind immer gut. Das macht Spaß. Muskelkater ist sehr erfreut. Ebene 4. Die kleinen Ganon verehren erstmal alles. Eine Fee. Die schmeißt mit Leckereien nach uns. Gib mir all deine guten, gesunden Ernährungsdinger. Ich bin aus der Linie der großen Drachen. Ich werde deinen kleinen Abenteuer ein Ende setzen. Was ist aber schade. Alles ist vorbei doch. Uff. Und wir sind hier. Ruhig mal ein bisschen Schaden nehmen, ne? So, Reichhammern. Okay. Siegt mich mit Geld. Wieder zurück? Okay. Du hast eine Samurai-Schwert erhalten getan. Und ein nerviges Geräusch. Was nicht aufhören wird. Gut. Der Gesundheit wurde wieder aufgefüllt. Das ist ein lustiges Spielchen. Aber Leute, ich sage mal, das reicht für diese Folge Retro-Zeit. Wir wollen ja nicht hier Let's Play-Sache machen. Wir wollen nur mal reinschauen und ich danke euch unnormal fürs Zusehen. Ich werde mal gucken, ob ich Celeste Vikings irgendwie zum Laufen bekomme. Vielleicht mit einem anderen Emu, weil das sind echt gute Puzzle-Spiele. Und Klassiker quasi auch, ne? Bis dann, euer Nussknacker und danke fürs Zusehen. Ich bin froh, das wieder für euch machen zu können. Ciao, ciao.